Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Proteinriegeltest. Mal wieder ein Battle Bites Video. Frosted Carrot Cake war ja Fanpost von der Melissa und wir schauen uns dieses Ding mal an. Ich kenne es noch nicht und bin wirklich sehr gespannt. Also los geht's und viel Spaß. Ja, es gab ja schon einige Battle Bites im Test bei mir. Ist hier gerade ein bisschen windig. Birthday Cake, sehr geil. Salted Caramel Brezel, auch sehr geil. Was gab es da noch so Schönes? Red Velvet Cake, optisch extrem geil. Und hier jetzt eben mal der Frosted Carrot Cake. Battle Bites, insofern zwei Stücke sind drin. Steht hier auch drauf. Das Ganze mit den üblichen Werten eigentlich prinzipiell. Und eben auch ein Genussriegel. Fett 13 Gramm. Ballaststoffe haben wir auch drin, wir haben 33 Gramm Eiweiß, durchschnittlich viel, wir haben 4,7 Gramm Zucker, 26 Gramm Kohlenhydrate. Insgesamt der Rest werden wahrscheinlich Polyole sein und minimal ein paar andere. Das sehen wir, wenn wir uns die Zutaten anschauen. Wir haben hier drin Proteinmischung, Milchproteinkonzentrat haben wir drin, wir haben Soja-Nuggets drin, dann haben wir Tapioca-Stärke hier zum Beispiel drin, wir haben Salz, wir haben Emulgatoren, wir haben auch Kollagenhydrolysat. Habe ich ja schon ausführlich neulich mal drüber geredet, im Sinne von minderwertig für den Muskelaufbau, gut für die Gelenke und aber wohl auch für die Konsistenz, nicht irrelevant. Also hier nochmal kurz sei das erwähnt. Ansonsten hier nochmal Whey haben wir drin, wir haben Calciumcarbonat drin, wir haben Maisfasern drin, das sind die Ballaststoffe und wir haben Karamell, diverse andere Zutaten. Könnt ihr gerne mal hier kurz pausieren. Das Wichtigste eben, die üblichen Proteinquellen, also eigentlich soweit bekannt. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz hier wegen Zucker, was wir hier als Süßungsmittel haben. Wir haben Isomalt als Süßungsmittel auch, wir haben Sucralose zum Beispiel drin. Das kennt man soweit, Palmöl ist auch drin und das sollte, ja, das ist für viele ja sicherlich nicht unerheblich. Sieht fein aus, ne? Und ich bin jetzt mal sehr gespannt. Ach nein, sollen das jetzt Möhrchen sein? Wie geil ist das denn? Guckt euch das bitte mal an. Ich mache mal das Ding hier. Ich mache nebenbei immer ein bisschen Fotos. Das kann meine Kamera machen. Deswegen, vielleicht habt ihr euch schon manchmal gefragt, warum macht er dieses oder jenes und hält kurz still. Ich mache dann nebenbei immer ein paar Fotos. Und das Ding sieht geil aus. Nicht? Es sind kleine Möhren drauf. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Idee. Erinnert mich an so ein Konzept, was gut umgesetzt wird. Quest bei Maple Waffle, wo man wirklich sowieso Kuchenstückchen hat. Man hat Sirup drin, wie Ahornsirup. Und es schmeckt alles irgendwie nach Waffel oder ja, ich finde es eigentlich ganz cool. Hier jetzt aber eben diese Möhrchen drauf und das finde ich sehr, sehr fein. Gucken wir, machen wir mal den Querschnitt rein. Ja, und das kennt man jetzt auch soweit. So sind die anderen auch aufgebaut. Unten die Hauptmasse Crispies drin, oben das Karamell Crispies drin und dann das Coating. Das Karamell zieht sich bei denen, meine ich, auch relativ gut. Ja, nicht ganz so gut, hatte ich ein bisschen besser in Erinnerung. Aber es ist auf jeden Fall weicher als unten die Hauptmasse und wirklich ein sehr schönes, dickes Coating. Knusprig. Ich frage mich jetzt gerade, ob ich meine, sind natürlich Aromen drin und ich frage mich gerade, ob da quasi dann so Möhrenaroma drin ist. Ich weiß es nicht. Es hat tatsächlich einen ganz, ganz interessanten Geschmack, den ich so überhaupt nicht kenne. Da ist irgendein Aroma drin, was wohl dann an diesen Carrot Cake erinnern soll. Es schmeckt jetzt nicht nach Gemüse, aber da ist irgendwie was anders. Der ist lecker. Ne? Ein Carrot Cake ist ja auch so in den USA, man hat ja diesen Karottenkuchenmasse, wo Karotten wirklich drin sind, da hat man wie so weißes Frosting drin, aus Zucker, Fett ist er meistens drin oder Frischkäse und das ist dann halt wirklich auch ja daran angelehnt, das kann man ganz gut sehen, geschmacklich schmeckt er mir ganz gut, ich finde den Karamell Cake, den Salted Pretzel zum Beispiel noch besser. Aber das Ding hier ist auf jeden Fall lecker. Ich finde es schön umgesetzt mit dem Möhrchen, gefällt mir gut. Und ich finde schön, dass es zwei einzelne Portionen sind. Ich persönlich bin jemand, der Riegel immer so über den Tag verteilt. Ich breche mir fast immer so alle paar, jede Stunde was ab. Oder manchmal esse ich auch einen ganzen. Aber ich fummel immer so an den Riegeln dann rum.
Ich finde es so ganz cool, wenn man manchmal so kleine zwei Snack-Portionen hat. Also von daher, ich würde sagen, das Ding ist empfehlenswert. Probiert ihn gerne mal aus. Ich glaube, das ist saisonal. Behaltet ihn einfach mal im Auge und lasst ihn euch bei Gelegenheit schmecken. Ja, das soll es gewesen sein. Danke an Melissa für diesen Riegel und euch danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.